Papinella ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Fluch, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Wurmple und Schalako. Und des Weiteren ist es das Gegenstück von Pudox. Papinella ist ein mittelgroßes, flugfähiges und schmetterlingähnliches Pokémon mit schwarz-weißem Körper und einem bunten Flügelpaar. Der Großteil seines Kopfes, Hände, Füße und Bauch sind weißer Farbe. Fühler, Saugrüssel und der übrige Bereich des Torsos sind schwarz. Das Pokémon besitzt einen verhältnismäßig großen runden Kopf, auf dem die langen Fühler mit rundlichen Enden wachsen. Es verfügt nur über winzige rundliche Hände und Füße, jedoch über ein sehr großes Flügelpaar, dessen rote, blaue und gelbe Flächen von schwarzen Bereichen voneinander abgetrennt sind und an dessen unterem Ende eine Verlängerung erkennbar ist, die den Fühlern ähnelt. Die ovalen großen Augen bestehen aus blauer Lederhaut und schwarzen Pupillen und das Gesicht wird durch den langen, auffälligen Saugrüssel vervollständigt. In der Shiny-Form wirken die Flügel insgesamt etwas blasser, die schwarzen Bereiche des Körpers färben sich leicht golden, dabei sind sie etwas dunkler als die üblicherweise weißen Areale, die ebenfalls hellgold erscheinen. Neben Statusattacken wie Morgengrauen lernt Papinella durch Levelaufstieg ausschließlich spezielle Attacken. Mit beispielsweise Windschnitt, Gigasauger oder Silberhauch steht ihm dabei eine Auswahl an Attacken unterschiedlichster Typen zur Verfügung. TMs erlauben ihm auch den Zugriff auf physische Angriffe und können die Typenvielfalt seiner Attacken noch vergrößern. Es sticht mit seinem Giftstachel, der sich in seinem langen, dünnen Rüssel befindet, in seine Beute und sorgt mit Attacken wie Megasauger oder Gigasauger dessen Vitalkraft aus. Überdies besitzt Papinella die Fähigkeit Hexablager, die seine Käferattacken um 50% verstärkt, wenn es nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte hat. Diese Fähigkeit weist Ähnlichkeit mit der Fähigkeit der Starter-Pokémon auf. Papinella sammeln wie auch reale Schmetterlinge Blütenpollen. Wenn man diese Pokémon beobachten möchte, sollte man einen Blumentopf vor ein geöffnetes Fenster stellen. Trotz des sehr schön aussehen, sollte man Papinella aber nicht zu nahe kommen, da es aggressiv wird, wenn man sie beim Pollensammeln stört. Es sticht mit seinem langen, dünnen Mund zu und saugt so auch die Körperflüssigkeit seines Opfers aus. Papinella leben hauptsächlich in Wäldern und kurz nach ihrer Entwicklung migrieren Papinella oftmals in einem großen Schwarm nach Süden auf der Suche nach neuen Lebensraum. Ihre Entwicklung sparen sie dabei auf, bis Rückenwind herrscht. Dabei ist Papinella die Endentwicklung in der Entwicklungsreihe von Wurmple und Schalako. Die drei Pokémon repräsentieren dabei verschiedene Lebensstadien eines Schmetterlings. In den Spielen werden die Hauptreihen durch das Erreichen von Level 7 per Zufall von Wurmple auf Schalako und von Schalako auf Papinella durch Level 10 ausgelöst. Und mit seiner Typenkombination aus Käfer und Flug ist Papinella immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Elektro-, Eis- und Flugattacken, vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.